Servus, ich bin Sir Stefan und heute geht's um den historischen Tiergarten. Unser heutiges Thema ist eine Besonderheit. Es ist zwar nicht mehr so sichtbar, aber es hat seine Spuren hinterlassen, beispielsweise in den Flurkatastern. Und zwar der Tiergarten Graf Friedrich Casimirs. Weshalb legte der Graf den Tiergarten an? Ein Tiergarten oder wie es Friedrich Casimir anlegte, ein Tiergehege war damals ein Zeichen von Standesbewusstsein. Jagd galt damals als Sport. Dies war allerdings nur dem Adel vorbehalten, also das Jagdrecht auf großes Wildtier. Der Tiergarten entstand höchstwahrscheinlich aus einem Familienstreit, und zwar zwischen den Grafen von Ortenburg und den Freiherren von Wolkenstein. Graf Friedrich Casimir stritt sich mit seinen Wolkensteinern Verwandtschaft, die seine Vettern vertraten. Es ging um die Rechtmäßigkeit seines Erbes, also seines Grafentitels. War er es oder seine Vettern? Aus diesem Streit heraus entstand förmlich ein transalpiner Wettbau zwischen Ortenburg und der Trostberg im Eisacktal. Die Trostberg wurde in vielerlei Hinsicht Vorbild für Ortenburg. Alles, was dort errichtet wurde, findet sich auch hier. Allerdings waren die Wolkensteiner Freiherren bzw. Grafen von Habsburger Gnaden, die Ortenburger hingegen Reichsgrafen. So stellte man das auch anders dar. Friedrich Casimir baute somit deutlich größer als seine Verwandtschaft. Und die Verwandtschaft legte mehr Wert auf Schein statt Sein. Anders hier in Ortenburg. Am Ende des Hofgartens. Ich stehe hier am einstigen Ende des Ortenburger Hofgartens und direkt im Anschluss startete der Tiergarten Graf Friedrich Casimirs. Er erstreckte sich über knapp einen Quadratkilometer. Das ist etwas groß, um es in Worte einfach darzustellen. Deswegen beginnen wir jetzt eine kleine Rundreise durch den Tiergarten, wobei wir natürlich auch dessen Bewohner kennenlernen werden. Hinterhainberg. Ich sitze jetzt auf einer Bank mit Blick zur katholischen Kirche hier oben bei Hinterhainberg. Hinterhainberg hat etwas mit diesem Tiergarten zu tun, denn 1626-27 schenkte Graf Friedrich Casimir 200 Glaubensflüchtlingen hier Grund und Boden. Sie durften dort den Wald roden und Besitzungen errichten. Die Grenze dieses Bereiches seht ihr hier hinter mir. Die Grundstücke, die Friedrich Casimir dafür verwendete, wurden vom Tierpark abgetrennt. Und daraus entstanden dann, später, nachdem die Häuser errichtet wurden, die Ortsteile Vorder- und Hinterhainberg. Blick auf Schloss Altortenburg, die Entwicklung. Nun stehen wir auf einem der höchsten Punkte des Tiergartens mit Blick zum Ortenburger Schloss. Friedrich Casimir legte seinen Prunkgarten, seinen barocken Ziergarten ab 1626 an. Das ist aber ein eigenes Thema. Daneben, direkt im Anschluss, errichtete er ein großes Tiergatter. Das war eingezäunt mit Plankenzaun. Darin befanden sich zum Großteil Hirsche, Rehe und Schwarzwild, also Wildschweine. Der Tiergarten ist übrigens bereits auf diversen Darstellungen und Karten Graf Friedrich Casimirs direkt oder indirekt zu sehen. Das heißt, zunächst war er quadratisch direkt südlich des Gartenparterres von Schloss Ortenburg. Später aber, wie sich zeigen lässt, wurde der Garten Richtung Osten noch deutlich erweitert. Das heißt, noch zu seinen Lebzeiten hat er den Garten, den Tiergarten, ausgebaut. Übrigens, zeitgenössische Quellen, das Manuskript des Hofpredigers Michael Gall aus dem Jahre 1641 mit dem Titel Genealogica Ortenburgica, berichtet auch über diesen Garten Friedrich Casimirs. Und zwar heißt es, der Graf habe einen Lustgarten errichtet und darin in einem besonderen Abschnitt einen Tiergarten. Über dem Schildkrötenweiher. Ich sitze nun auf einer Bank, etwas weiter am Föhrenberg, mit Blick Richtung Affham und dem Lederfeld. Hier
verrät uns der Flurname noch einen weiteren Bewohner. Und zwar etwa in der Mitte zwischen dieser Straße, diesem Feldweg, wo ich gerade bin, und der Passauer Straße lag ein Weiher. Und der Flurname für diesen Weiher ist Schildkrottenweiher. Also hier wohnten Schildkröten. Das waren allerdings keine Zierschildkröten, sondern die Grafen hielten diese ursprünglich als Speiseschildkröten. Denn Schildkrötenfleisch galt als Delikatesse. In diesem Sinne, Mahlzeit. Am Hahnentanz. Ich sitze nun am Hahnentanz, einem der höchsten zwei Punkte unserer Gemeinde Ortenburgs. Das ist übrigens ein komischer Name. Aber von hier hat man immer den herrlichsten Blick in Richtung der Alpen, wenn es Föhn ist. Ist es Zufall, dass dieser Teil immer noch in einem Tiergarten ist, einem gräflichen Garten? Wohl eher nicht. Übrigens, der Tiergarten wurde rasch überregional, ja sogar deutschlandweit bekannt. Schon zu Lebzeiten Graf Friedrich Casimirs interessierte sich gar Kaiser Ferdinand II. Für das Ortenburger Tiergehege. 1679 fand sogar in einem Kupferstich von Michael Wening im Fuße der Ortenburger Tiergarten seinen eigenen Platz. Und noch 1724 berichtete das Real-, Staats-, Zeitungs- und Konversationslexikon in Leipzig über das Ortenburger Schloss mit seiner Kunstkammer und seinem von Mauern umgebenen Tiergarten. Das heißt, Ortenburg war aufgrund seines Tiergeheges eine überregionale bedeutende Bekanntheit. Südostende in Vorderhainberg. Ich sitze nun auf einer Bank am Ende von Vorderhainberg und bin eigentlich am südöstlichen Ende des Tiergartens angelangt. Übrigens, durch den Tiergarten gab es natürlich auch Wege, aber Normalsterbliche, also die Einwohner Ortenburgs, durften nicht durch den Tierpark hindurchgehen, sondern sie mussten außen herumgehen, wie zum Beispiel über diese Kreuzung hinter mir. Es war also notwendig für die Einwohner, Umwege zu gehen. Am Stiergarten. Zurück am Föhrenberg, ein Stück weiter entlang des Schlossrundweges. Hinter mir, der Hang, hat einen eigenen Namen. Stiergarten. Und das weist auf die nächsten Einwohner dieses Tiergartens hin. Stiere. Allerdings waren das sicher keine Einheimischen. Wie ihr denken könnt, waren das ungarische Grauochsen. Bei den gräflichen Weihern. Ich stehe nun hier am Vorplatz der Volksschule in Ortenburg. In meiner Nähe waren früher zwei Weiher. Zu eurer linken war früher ein großer Weiher, zu eurer rechten über meiner Schulter da ein kleinerer Weiher. Diese beiden Weiher hatten früher diverse Namen, seien es Botenweiher oder Turnhallenweiher und so weiter. Das waren aber alles Namen der Neuzeit und wohlgemerkt auch Namen, die gegen Ende der Grafschaft oder erst danach entstanden sind. Früher waren es einfach die gräflichen Fischweiher. Und diese dienten, wie der Name schon sagte, zur Fischzucht. Sie hatten aber auch noch besondere Einwohner, die den künftigen Anwohnern, vor allem im 18. Jahrhundert, die sich hier im unteren Teil der südlichen Passauer Straße niederließen, den gräflichen Beamten, einen Spottnamen einbrachten. Denn durch ihr Quaken störten sie natürlich die Anwohner im Lärm und damit leitete sich auch der Spottname ab, der Froschmarkt. Ursprünglich hieß ja auch dieser Teil Hintermarkt. Die Ortenburger Bevölkerung war den gräflichen Beamten nicht immer gerade positiv zugeneigt, sodass eben der Spottname seine Anwendung fand. Übrigens, hier in der Nähe stand auch das Haus des gräflichen Jägers, und zwar an der Passauer Straße an der Weggabelung zum Schlossrundweg, den Weg wieder hinauf zum Schloss. Dort war die Wohnstätte. Der Weg hatte somit auch einen Zweck. Der gräfliche Jäger sollte bei Jagderfolg im Jagdgatter seinen Fang natürlich abliefern bei der gräflichen Herrschaft. Daneben hatte er aber auch direkt von seinem Haus, was an der Straße lag, Zugang zum großen Tiergehege. Schließlich musste er sich ja auch um die Tiere kümmern und sie füttern.
Ein kleiner Hinweis zum Abschluss. Heute sind viele große Teile dieses einstigen Tiergeheges Felder und Wiesen. Früher war er komplett bewaldet. Warum war das so? Nun, Schwarzwild und auch Rotwild ernährt sich letztendlich auch von Früchten des Waldes. Und damals war das eine große Waldfläche. Diese Waldfläche verschwand erst im 19. Jahrhundert. So viel zum heutigen Thema, dem berühmten Tiergarten oder dem Tiergehege Graf Friedrich Casimirs. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.